Ja, so Leute, auf dem Weg zu Richards Zeche bzw. zum Richard Stollen haben wir erstmal das hier entdeckt. Aber das ist eine ganz normale Hütte einfach nur. Wir müssen irgendwie diese Schlucht entlang. Und guck mal hier. Gehen wir mal kurz dahin. Ah ja, von mir aus. Scholz. Ah ja, gut. Wie kommen wir dahin am besten? Hier müsste weg runterlaufen. Ah ja, ich sehe ihn. Da unten ist er, ja. Gut, Leute, dann werden wir jetzt erstmal die Hütte inspizieren. Dann bis gleich. Ob das jetzt hier irgendwo hochkommt? Nein, das müsste runter. Leute, wir sind jetzt hier runtergegangen und da unten ist ein Wasserhäuschen, so wie in Ahausen, beim Otto-Stollen. Höchstwahrscheinlich ist da unten, oder ist das vom Stolleneingang. Wir werden gucken, ob wir da hinkommen. Das wäre natürlich absolut filthy. Ja, hier geht es dann richtig ab. Und dann müssen wir die Schlucht entlang. Ja, hoffentlich sind da nicht so viele Kriebelmücken. Nocta, die Kriebelmücken. Alters Hütte. Von Wojciech Zwieback, ja. So Leute, wir sind jetzt hier mittendrin in der Schlucht. Mein Bier ist auch schon wieder ganz schön leer gesoffen. Schlimm ist, wenn dort angetroffen, Bierflaschen, die ganz leer gesoffen. Guck mal, hier haben sie auch noch ein Mäuerchen hingebaut. Falls da oben mal noch mehr Wasser runterkommt aus der Grube, dass es nicht zu viel wird wahrscheinlich. Ja, hier hat schon die Kraft hier. Guck mal, guck dir das an hier. Alles kaputt. Oh ja. Das Bach runterfließen. Ah ja. Guck mal hier, ist sogar Schild. Gerade das Schild hat so nah gesegelt hier. Ja. Und die Bank haben sie kaputt gemacht, die Bastarde. Guckt euch das an, die gute Bank. Was haben die auf der Bank immer gern gesessen und gebumst und Bier getrunken und lauter Sachen gemacht. Guckt, ihr habt ja noch einen Beweis. Die zerschlagene Weinflasche. Und jetzt liegt die Bank hier und bringt nur noch was als Feuerholz. Saubande. Eben, gell? Ja. Gut, Leute, jetzt könnt ihr mich direkt nochmal beobachten. Ja. Nicht den letzten Schluck Bier wegpumpe. Pinkeln. Filthy. Hier hängen noch alte Leitplanken. Auf jeden Fall in der Hütte wird sich erst noch mal ein Bier aufgerissen. Eben. Hier guckt ihr das Baum, der haben uns abgerutscht. Ja, der hing vorher da ein paar Zentimeter weiter oben. Nickt. Das Gelände, das haben wir, vor allem das obere Teil, haben wir frisch erneuert. Und dann hat es nochmal gekracht.
Das ist sogar eine Schrauben, die sind noch nagelneu. Scholz. Scholz. Uckwalders Hütte, Wojciech Zwieback, deine Hütte. Ich will mal gleich in die Gruppe schicken. Dann sag, Walder, wo bist du? Komm, reiß die Blase hoch. Jawohl, komm, stellen wir uns mal nochmal dahin. Schicken wir gleich noch ein Bild. Foto in die Gruppe. Oh. Schreiben wir noch dazu, wo der Walder fällt. Eben, Zwiebacks Walder. Prost. Prost. Ich habe vergessen, Luft zu holen, bevor ich angefangen habe. Deswegen ist eigentlich nur einen Schluck drin. Jetzt hole ich erstmal Luft. Agropräumeis. Scholz, das ist Agropräumus. Doch, habe ich doch richtig ausgesprochen. Es ist schön kühl. Boah. Gut, Leute, ich melde mich dann hinterher wieder. So, Leute, wir sind jetzt hier gerade da oben. Ist die Hütte gewesen. Und jetzt gehen wir hier den Stollen runter, um da unten zu gucken. Die Schlucht runter, um da unten einen eventuellen Stollen zu finden. Aber wir haben jetzt erstmal was anderes gefunden. Boah. Ja, ihr seht ja selbst, wo ich hier lang laufen muss. Überall diese Dornen hier. Ach, Grauwacke. Da haben sie nur den Stein gekennzeichnet. Grauwacke ist ein vulkanisches Gestein. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Gut, Leute. Dann. Das ist alles steiler. Ja. So viele Bäume. Also den ist da abgezäunt. Vielleicht wenn wir hier weiter hochlaufen, vielleicht können wir von da wo das Felsen ist, siehst du? Ja. Vielleicht kann man da was schon mal was sehen. Ja, schauen wir mal, wie wir das jetzt hinkriegen. Ja. So, Leute, wir haben uns jetzt hier den ganzen Hang entlang geschlichen. Wir sind jetzt hier unten, wo die Firma ist. Das war die ehemalige Richards Zeche gewesen. Und jetzt haben wir unten diesen markanten Punkt gefunden. Seht ihr, wo der Zaun in den Berg reingeht und die Felsen sind? Ich denke mal, da dazwischen ist der Stolleneingang. Weil das würde auch gut passen. Genau in diesem Berg drin. So wie es auch unsere Karte wie auch immer wie unsere Karte das gezeigt hat. Scholz. Aber wie ihr seht, ist das ganz schön filzig hier lang zu laufen. Der Kamerad geht schon mal in Spätstellung. Mal gucken, was er gleich berichtet. Just waiting for his report, you know. Eben. Gut, Leute. Und dahinne ist dann auch noch irgendwas. Das Wetzlarer Krankenhaus. So, Leute, ein Kamerad steht jetzt dahin und hat gesagt, das ist der Eingang. Ich mache mich jetzt auch dahin. Bis gleich, Leute. Vorher trinke ich natürlich noch mal einen massiven Schluck Bier. Ich kann die Flasche nicht mitnehmen. Ich habe dann die Hand schon voll. Jo. Gut, Leute.
Alles klar. Gut, Leute, ich mach mich los. Bis gleich, dann gibt's geile Aufnahmen.